Coach. Karlsruhe hat, was das Thema Kykladen angeht, eine lange Tradition. Schon 1976 gab es hier in diesem Museum eine große und berühmte Ausstellung zur Kultur der Kykladen. Und das nahm mir zum Anlass, jetzt fast 35 Jahre nach dieser Ausstellung, dieses Thema erneut aufzugreifen, aber anders zu bearbeiten. Weniger kunstgeschichtlich, sondern mehr Lebenswelten der alten Kultur aufzugreifen und zu behandeln. Wir versuchen hier die gesamte Kultur der Kykladen zu zeigen, also nicht nur die herausragenden Kunstwerke, die diese Kultur geschaffen hat, sondern diese Kunstwerke auch in den gesamten Lebensraum dieser Kultur einzuarbeiten, in naturräumlichen Gegebenheiten, in die Alltagskultur und was die Menschen alltäglich benutzen. Die Idole sind ja nicht unbedingt ein Teil der Alltagskultur, aber sind es andererseits wieder um doch, weil sie gehörten ja zur lebendigen Religion dieser Kultur. Ja. Neben diesen Idolen zeigen wir natürlich noch eine große Anzahl von sehr qualitätvollen Steingefäßen, Keramikgefäßen, Bronzewaffen, Bronzewerkzeugen und auch Rekonstruktionen der einstigen Farbigkeit der Idole, sowie auch Werke der modernen Kunst, mit der wir die Kykladen-Idole des dritten Jahrtausends gegenüberstellen möchten, um zu zeigen, was für eine Beeinflussung dort im 20. Jahrhundert geschehen ist. Die Kykladenkultur hatte ihre Anfänge in der Steinzeit. Schon dort sind die ersten Vorläufer dieser abstrakten Idolplastik zu finden und sie entwickelten sich dann im Laufe des dritten Jahrtausends, also in der frühen Bronzezeit, weiter zu der Blüte, wie wir sie hier in den Vitrinen sehen. Die Kykladenkultur hatte eine Laufzeit von etwa 1000 Jahren. Danach endete sie, aber nicht abrupt, sondern es war eher ein langsamer Niedergang. Und im zweiten Jahrtausend, in der mittleren Bronzezeit, gab es eigentlich keine Spuren mehr dieser Kultur, zumindest nicht in der Ausprägung, wie sie im dritten Jahrtausend war. Es wurden keine Idole mehr hergestellt, es wurden keine Steingefäße mehr hergestellt, aber diese Kultur existiert weiterhin fort und wurde dann von der minoischen Kultur Kretas überprägt.